achte und letzte Station der Smart Beach Tour in Kühlungsborn an der Ostsee. Traumhafte Kulisse, traumhaftes Wetter für ein traumhaftes Finale. In Orange Anna Behlen und Annika Krebs gegen Elena Kiesling und Julia Grossner in Gelb. Julia Grossner musste auf ihre etatmäßige Partnerin Viktoria Bienek verzichten, da sie Verpflichtung als Trauzeugin hatte und hier am Sandlicht an den Start gehen konnte. Für Anna Behlen und Annika Krebs in Orange war es das erste Finale auf der Smart Beach Tour und von Nervosität war hier überhaupt keine Spur. Beide zogen ihr Aufschlagspiel zu, schöne Blockarbeit und immer wieder hinten Anna Behlen, die Bälle aus dem Sand baggerte. Der erste Satz dann recht deutlich mit 21-16 und hier die schönste Szene dieser Partie. Achten Sie nochmal auf Annika Krebs hier in der Zeitlupe. Block und dann à la Pelé mit dem rechten Fuß hält sie diesen Ball am Spiel. Toller Reflex. Schade, dass das nicht mit einem Punkt belohnt wird. Der zweite Satz dann wesentlich umkämpfter. Es dauerte wesentlich länger, es war spannender, aber am Ende konnten auch hier Anna Behlen und Annika Krebs die wichtigen Punkte für sich machen. Und da der erste Matchball, Anna Behlen schlägt auf, Annahmefehler und da war es 24-22 und damit der erste Sieg für die 23 Jahre jungen Mädels hier auf der Smart Beach Tour. Bei den Männern kam es dann zur Partie Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms in Orange gegen die Youngsters Max Bezin und Nils Ehlers in Gelb, beide erst 22 Jahre jung. Philipp Arne Bergmann, lange verletzt, konnte erst im Juli zurück auf die Tour kehren, aber beide zeigten, dass sie nichts verlernt hatten. Obwohl im ersten Satz Nils Ehlers und Max Bezin vollkommen befreit aufspielten und diesen für sich mit 21-16 entscheiden konnten. Den zweiten Satz kam Bergmann-Harms dann wesentlich besser in die Partie. Abstimmung klappte besser und sie hatten Zeit für trickreiche Zuspiele. Schön hier in Szene gesetzt. Yannick Harms von seinem Partner Philipp Arne Bergmann in der Zeitlupe nochmal zu sehen. Mit den Fingerkuppen an der Netzkante lang. Freie Bahn für Yannick Harms. Und so konnten sie den zweiten Satz mit 21-14 entscheiden. Und der dritte war da nochmal spannend. Den ersten Matchball konnte Yannick Harms abwehren. Spielstand 13-14. Aber dann der Aufschlag ins Aus und damit 2-1 für Bezin Ehlers. 16-21, 21-14, 15-13. Das war's, die letzte Station. Jetzt gibt es noch die Titelkämpfe in zwei Wochen in Timmendorfer Strand. Die deutschen Smart Beach Volleyball Meisterschaften. Da werden sie dann gekürt. Die deutschen Meister und Meisterinnen.